Ja, hier steht er, ein voll integrierter Knaus, Modelljahr 2020, live steht drauf an der Seite. Ich zeige es mal gerade und es ist ein unglaublich schickes Fahrzeug. Ja, wir haben jemand von Knaus dabei, wir sind nämlich auf der großen Knaus-Jubiläumstour. 60 Jahre, die besuchen zusammen mit Mein Platz unzählige Stellplätze und machen Promotion im Jahr von Corona. So ist es nämlich, da gibt es keine Messen oder wenig Messen. Jetzt ist die Caravan Expo, kommt ja jetzt, aber das war auch nicht sicher. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin der Roman Bauer und ich bin der Chef von Mein Platz und wir arbeiten zusammen mit Knaus Tappert Gruppe, in dem Fall also mit Knaus Reisemobile, und die Idee war in der Corona-Zeit jetzt hier on Tour zu gehen und den Leuten einfach ein bisschen die Modelle näher zu bringen, weil wie gesagt, Messen finden kaum statt. Und so sind wir von Juni bis Dezember auf 100 Campingplätzen und Stellplätzen in Deutschland. 100 Stück? 100 Stück, ja. Also von Juni bis Dezember 100 Campingplätze und Stellplätze. Und was sagt deine Frau dazu? Ja, die Frau sieht mich ab und zu, aber nicht mehr zu oft. Ja, was ja vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Nee, Spaß beiseite. Also hier vorne sieht man es. Ist das Licht gut hier? Ja, das ist LED-Licht, das wir hier schon drinnen haben. Also total gut ausleuchtend, auch das Tagfahrlicht alles bestens, ist halt ein neues, modernes, stylisches Design, das auch die jüngeren Käuferschichten ansprechen soll und ist ein, wie man ja sieht, ein voll integrierter mit einem 160 PS Fiat Ducato Motor drunter. Ja, das sind die ganz neuen AdBlue, das ist kein Thema mehr, das ist wahrscheinlich die letzte Norm Euro 6, die hier verbaut ist, das heißt, er darf überall fahren. Voll integriert bedeutet, dass der komplette Aufbau ist jetzt kein Fahrerhaus mehr von Fiat, sondern das wurde komplett ersetzt. Nur noch das Fahrgestell kommt denn da an, oder bei Knaus? Das ist das Fiat Ducato Fahrgestell und alles andere wird von Knaus selbst gebaut und integriert bedeutet eben, dass man wie eine große Busscheibe hat und wie man sieht, dass die Fahrerkabine in das ganze Fahrzeug integriert ist, gibt natürlich ein größeres, großzügigeres Wohngefühl und ja, sorgt auch für mehr Stauraum und Platz. Ja, du selbst machst jetzt so eine Roadtour, aber jetzt ist Knaus, das ist ein recht bekannter Hersteller. Die Frage ist natürlich immer, wie sich das Fahrzeug fährt, wie sich das anfühlt. Ist hier eine Rückfahrkamera drin? In den Fahrzeugen sind überall Rückfahrkameras drinnen. Und die Fahrzeuge fahren sich sehr einfach. Sie sind sehr leicht im Handling. Sie haben vor allen Dingen auch eine sehr hohe Spurtreue. Und auch die neu entwickelte Automatik, das Automatikgetriebe trägt dazu bei, dass man völlig entspannt und wirklich wie mit Urlaubsfeeling immer unterwegs sein kann. Kein Stress. Genau, das neue Automatikgetriebe hat, glaube ich, neun Gänge. Ja, ich frage mal gerade. Das ist das neue ZZF-Getriebe, Wandlerautomatik, die drin ist. Wirklich ein ganz tolles. Gibt es erst seit kurzem, war gar nicht lieferbar erstmal. Ja, und hier sieht man. In diesem Fahrzeug ist es schon integriert und man muss ehrlich sagen, es ist kein Unterschied mehr zum PKW. Es macht einfach nur Spaß, mit diesem Getriebe unterwegs zu sein. War vorher auch, ich sag mal, so ein halbautomatisches, gerade wenn man hinten dran noch einen Anhänger hat, das ist hydraulisch, da hat man keinen Verschleiß mehr, das ist wirklich ein Traum, oder? Also das ist jetzt ein Traum, weil man, wie du richtig sagst, man hat keinen Verschleiß mehr, die Gänge schalten, es sehr sensibel, sehr, sehr gleichmäßig und auch alles sehr angenehm, sodass man also wirklich auch mit Anhänger hier unterwegs sein kann, ohne Probleme und Verschleiß. So, wir haben einen Live-Betrieb, das Auto ist jetzt nicht herausgeputzt für das Video, sondern man sieht hier, da ist die Tankeinfüllklappe, da ist AdBlue auch mit drin. Da ist auch AdBlue mit drin. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, genau, kann man reingucken. So, das mal sehen. Das heißt, da sieht man es jetzt auch. Wie ist denn der AdBlue-Verbrauch? Da wird ja im Moment ein bisschen gewitzelt. Das heißt, wenn das Auto ein bisschen schwerer ist, braucht man ein bisschen mehr. Man spricht so von 0,5. Kommt das hin auf 1000? Es kommt ungefähr hin. Also 0,5 auf 1000 kommt hin. Hängt auch ein bisschen von deinem Fahrstil ab, würde ich sagen. Nicht nur von der Beladung, aber es hängt auch sehr vom Fahrstil ab. Gasfuß.de. Richtig. Man sollte nicht nur den Stempel durchdrücken. Man sollte auch mal ein bisschen gleiten. Ja, man hat ganz große Spiegel mit dabei. Ist das schön, übersichtlich? Solche Busspiegel ermöglichen natürlich eine bessere Übersicht als die kleineren und man fühlt sich auch, wenn man auf der Straße unterwegs ist, rundum sicher, weil man eben ein bisschen mehr sieht und auch nach unten sieht, die Bordsteinkanten und die Spiegel sind auch so gestaltet, dass man eben beim Rückwärts-Einparken oder wie auch immer, kann man die Bordsteinkanten sehen, kann man alles sehen, so vermeidet man mehr
Dellen irgendwo im unteren Bereich des Fahrzeugs. Das Schlimme ist ja, wenn man irgendwas hat, das wird dann repariert, aber der Urlaub ist meist erstmal vorbei. Das stimmt, ja. Meistens ist es so, dass wenn irgendetwas am Fahrzeug ist, dass die Urlaubsstimmung im Keller ist. Vermiest, so. Das ist zwar nach 2-3 Tagen nicht mehr so, wenn da hinten mit Panzertape irgendwas festgeklebt wird. Wenn immer gerade so lieb ist, macht eine Fahrertür. Das ist auch nicht so üblich bei Vollintegrierten. Nee, das ist zum Beispiel bei Morillo hat man das nicht. Nein, bei Morillo hat man nicht. Das ist aber der Vorteil hier in dieser Klasse. Das ist ja so die Einstiegsklasse. Ist ganz angenehm, dass man auf der Fahrerseite ein- und aussteigen kann. Die Fahrzeuge sind ja auch deswegen so konzipiert, sie sind nicht so hoch wie Morello. Die sind in der Regel 2,60 bis 3 Meter hoch und haben aber auch einen durchgehenden und einen doppelten Boden, sind somit also total winterfest, auch von der Heizung her. Aber so eine Fahrertür ist eigentlich ganz angenehm, wenn man schnell zum Tanken aussteigen muss oder mal halten muss. Oder die Haupttür mal nicht geht. Ja, was ja, das soll ja schon mal vorkommen, dass da mal irgendwas vielleicht nicht geht. Du hast was ganz Tolles, ein Head-Up-Display oben drin. Ja, genau, da ist ein Head-Up-Display mit dabei. Das erleichtert das Ganze natürlich sehr, weil du kannst dich voll auf die Straße konzentrieren und im Head-Up-Display hast du alle wichtigen Anzeigen, die du brauchst, wie eben vom PKW schon gewohnt. Ist das Zusatz oder kommt das so serienmäßig bei dem? Bei diesen Fahrzeugen ist es jetzt serienmäßig. Das ist zusammen mit dem Navigationsgerät ist es in diesen Fahrzeugen beim Life-E serienmäßig. Sehr schön. Wenn du so lieb bist, da nochmal zumachst, dann können wir vielleicht mal hier in die Klappe reingucken, was da von außen ist. Denn ich bin immer so ein Klappentyp, gucke immer mal gern rein. Da ist der Wassertank? Also hier haben wir den Wassertank, hier füllst du dein Frischwasser ein. Ne? Hier hast du eine Serviceklappe, hier ist ganz einfach, die beiden Hähne sind hier zum Öffnen von Grauwasser. Ja? Entsorgung. Das ist die Entsorgung und hier hast du ganz einfach angebracht und wirklich bequem zu bedienen die Stromversorgung. Und hier die Klappe, jetzt steht er, ist natürlich das Kabel geht durch. Geht nach unten. Autarkie, großes Thema. Was ist hier für eine Batterie drin? Ist wahrscheinlich erstmal Bleigel oder schon Lithium? Ja. Also von erstmal Bleigel. Silizium-Batterien sind natürlich auch machbar. Okay. Batterien, wissen wir ja alle, sind die große Diskussion. Aber in diesem Bereich sind diese Fahrzeuge oder auch in dieser Preiskategorie ist eine Preisfrage. Ist eine Preisfrage und darum ist so ein Fahrzeug nicht mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Serienmäßig. Kann man kriegen, gibt es ja auch, kann man nachrüsten. Super B, da kann man die austauschen und so weiter. Genau. Ist das denn machbar? Das heißt, die Standzeit für deine Fahrten, du fährst ja dann immer wieder, ich nehme an, da ist ein Ladebooster drin oder nicht? Da ist ein Ladebooster mit dabei. Das ist also. Okay, das heißt, es wird während der Fahrt aufgeladen? Es wird während der Fahrt aufgeladen, genau. Ja. Es gibt nämlich einige, die laden schon gar nicht mehr während der Fahrt auf, so Einstiegsmodelle. Während der Fahrt aufgeladen. Ja, da ist hinten jetzt ein Kofferraum drin. Du hast es im aktiven Betrieb, darf man da mal reingucken? Da kann man ja mal reingucken, da ist noch zugesperrt, weil wir sind gerade am Platz, muss ich aber den Schlüssel vor. Wenn wir hinten mach das. Rumgehen, ja genau, das machen wir. Da ist offen, komm, dann schauen wir da mal rein. Er hat nämlich zwei Klappen. Wenn du mir gerade nochmal den Namen von dem Fahrzeug genau verrätst, wie der Name ist von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist Life-E, das ist die Bezeichnung. Das Modell, so wie es hier steht, ist 7,50 Meter lang mit Längsbetten. Es gibt aber für 3 bis 4 verschiedene Grundrisse. Du kannst es auch mit Querbett haben. Du kannst ihn dann auch mit 7 Meter haben, weil dieses Fahrzeug mit 7,50 Meter ist einfach schon in der 4,2 Tonnen Klasse. Ah, sehr schön. Was auch sinnvoll ist, die Zuladung, man kann ja einiges reinpacken. Also hier ist ich zeig mal gerade was. Guck dir das mal an. Du bist du wieder aus Bayern? Nee. Ich komme aus München und darum darf natürlich Münchner Weißbier nicht fehlen. Und das wurde heute kaltgestellt, weil heute Abend ja auch Fußballspiel ist wieder. Also, man muss dazu sagen, ihr habt hier eine Roadshow. Du bist kein jetzt typischer Camper. Ihr macht hier ein bisschen Promotion hier für Knaus. Genau. Deswegen sieht das im Moment so aus. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Du hast da Platz, oder? Ja, also man sieht, ich habe total viel Platz. Aber es sind natürlich die ganzen Merchandise-Artikel, die ganzen Prospekte, alles hier dabei. Und wenn du jeden Tag an einem neuen Platz aus- und einpackst, dann dich auch überfallen. Garage, ja, das heißt, sieht eine Garage so aus. Stehe ich dazu. Sie ist groß. Der Vorteil ist auch, sie hat eine recht hohe Höhe. Das heißt, ich kriege auch mal ein Fahrrad rein mit allen drum und dran. Genau. Der Vorteil von diesen Klappen ist, dass du ganz bequem dein Fahrrad reinbringen kannst. Und es sind sogar am Boden die Zurösen so angebracht und an der Seite, dass du es bequem befestigen kannst. Ja, da vorne ist noch eine Klappe. Was ist da? Gas? Da sind die Gasdinge drin. Sind jetzt zu, ist Pflicht. Zwei Gasflaschen ist zu, kann ich dir nicht öffnen. Und hier da? Haben wir die Klappe für die Toilette, also Kassettentoilette. Genau, wenn du da mal so lieb bist, die ist auch zu? Die ist auch zu. Wir brauchen jetzt mal einen Schlüssel. Wir gucken das jetzt mal gerade. Hier ist übrigens die Aufbautür, die sieht recht solide aus.
Schön ist, dass der Ausstieg ist sehr, sehr tief. Trotzdem habe ich noch eine Treppe mit dabei. Das heißt, also gibt ja einige in der Klasse, die haben keine Treppe mehr. Die sagen dann, ja, das ist zumutbar. Aber das ist schon sehr angenehm, oder? Also das ist total angenehm, weil du hast ja eine niedrige Trittstufe hier und damit kannst du bequem aus- und einsteigen. Und das erleichtert oder ist ein zusätzlicher Komfort, muss man so sagen. Ist die Tür denn hier auch mit zentral verriegelt? Die Tür ist auch mit zentral verriegelt. Okay, das heißt, wenn ich also hier unten an der Fernbedienung drauf drücke, gehen auch beide Türen zu? Genau, dann gehen auch beide Türen zu. Die Fahrertüre und die Einstiegstüre hier. Was natürlich schön ist, oder? Man muss nicht immer darauf achten. Also es ist sicherer und man ist einfacher unterwegs. Man ist ja gewohnt vom Auto, man drückt nur aufs Knöpfchen und dann sind alle Türen geschlossen. Zeig mal. Also spannend ist ja immer die Kassettentoilette. Es gibt ja jetzt eine Neuentwicklung auch von Tedford oder von Dometic. Demnächst gibt es ja eine Grauwassertoilette sogar, die man machen kann. Das hier ist noch eine Kassette. Das ist hier noch eine ganz einfache. Eine normale Kassette, wie wir sie gewohnt sind. Man zieht die raus, entsorgt die dann auf dem Platz. Man zieht die raus, das ist ganz einfach. Hier hochnehmen und rausziehen. Ja. Ja. Und dann entsorgst du sie am Platz. Und die ist aber fahrbar, das heißt, ich kann die rollen? Die ist fahrbar und die hat ja auch so einen ausziehbaren Henkel. Ja. Und Flugzeug. Dann kannst du hinter dir wieder ein Trolley hinterher. Sehr schön. Ja, nochmal zumachen. Ungefähr wie lange ist die jetzt bei dir haltbar? Gut, ihr jetzt in Bayern, ihr geht ja nicht so oft auf Toilette. Nee, ja, das sagt der Saarländer, ne? Nee, das war Spaß. Ungefähr eine Woche, ne? Ungefähr. Alleine? Ja, alleine kommst du locker eine Woche. Also zwei, drei Tage, oder? Das Fahrzeug hat einen Wassertank von ungefähr 110 Liter. Ja. Und damit kommst du locker alleine eine Woche gut klar. Großes Thema Überladung. Wie ist denn die Zuladung ungefähr hier? Ist das ein Thema bei 4.1, 4.2 Gesamtgewicht? Nee, bei 4.2 Gesamtgewicht ist die Zuladung kein Problem. Da kannst du also hier kannst du locker bis zu 600 Kilo zuladen ohne Probleme. Gibt das Fahrzeug auch mit 3,5? Es gibt das Fahrzeug auch mit 3,5, ja. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Das ist zu entscheiden. Das ansonsten ist natürlich auch eine Entscheidung, die ja, betrifft ja den Führerschein. Ich bin ja nun in einem Alter, wo ich mich um das nicht mehr kümmern muss. Aber was, du bist doch noch gar nicht so alt. So. Jetzt gehen wir mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Das ist jetzt quasi ein Einstiegsintegrierter, kann man das sagen? Also das ist so, ich sag mal, in die Integrierten jetzt, ist noch nicht High-End, oder? Nein, das ist noch nicht High-End. Das ist aber wirklich schon eine sehr, sehr gute Mittelklasse, wie man hier sieht. Also die Kombination der Sitze, die kannst du natürlich auch wählen. Die ist in der Regel, kannst du nur Stoff haben oder auch mit Leder, was man hier dann schon am Hubbett sieht hier vorne. Ich zeig das mal gerade. Hier vorne ist das Hubbett ist mit drin. Das ist sehr praktisch, wenn man mal, ich sag mal, Leute oder sich mal aus dem Weg gehen will, der eine ist vielleicht mal krank. Das ist nicht nur praktisch, das ist auch sehr groß und sehr bequem. Ist also 1,80 auf 2 Meter und da hast du richtig Platz. Und das Hubbett ist natürlich auch mechanisch, das heißt, also da ist jetzt keine Elektronik im Weg. Nein, da ist keine Elektronik hier, das ist noch mechanisch, geht aber sehr einfach. Und ich denke mal, die Elektronik fängt dann wirklich beim High-End-Produkt an. Da vorne ist das Fahrerhaus. Ja, jetzt sieht man direkt, der Integrierte bedeutet, das Fahrerhaus ist komplett integriert. Ich habe einen Panoramablick hier vorne, kann einfach rausgucken. Das ist schon was ganz anderes als beim Teilintegrierten. Also ich denke, das ist natürlich das Feeling, wenn man unterwegs ist, dass man mit dieser Panoramascheibe, auch wenn man steht, einen tollen Ausblick genießen kann. Und das unterscheidet schon von den Teilintegrierten diese sehr wesentlich. Und ich denke, was auch viele ein bisschen bedenken müssen, bei den Teilintegrierten musst du ja im Winter auch noch von außen viel isolieren. Diese hier, die Vollintegrierten, sind dann auch schon besser vom Motorraum zum Wohnraum von vornherein isoliert. Ist vorne das Rollo, also die Verdunklung, ist das elektrisch? Oder nein, also hier in diesem Fahrzeug ist es mechanisch. Wenn du mir das zeigst, geht das? Ja, kann ich dir gerne zeigen. Haben wir nochmal keinen. Denn das Thema ist ja, das abends dann schlaffertig zu machen. Man will ja dann auch nicht, dass einer vielleicht mal reinguckt. Also ist relativ einfach. Man nimmt hier nur die zwei Dinge und dann kannst du das runterziehen, soweit du willst. Du kannst es auch wieder ganz einfach nur hier zusammendrücken und dann geht es auch wieder hoch. Ist auch sehr leicht oder sehr leicht, ist es anstrengend? Zu bedienen. Ja. Keine große Kraftanstrengung nötig. Das Hubbett ist so optional oder ist das immer dabei? Nein, das Hubbett ist optional. Du kannst das Fahrzeug mit oder ohne Hubbett haben. Wenn man es ohne Hubbett hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit, noch ein paar Schränkchen mehr hier zu installieren und dann hat das Fahrzeug halt noch mehr Stauraum. Schön ist hier natürlich der verstellbare Tisch, das heißt, den kann ich mir so einrichten. Du bist jetzt alleine, hast jetzt hier so ein Workspace gemacht, hast dich da hingesetzt, das ist in Ordnung. Der ist aber komplett verstellbar, gell? Ja, der Tisch ist verstellbar und kannst du auch drehen.
Ja. Ja. Und in alle Richtungen, und das ist natürlich auch höhenverstellbar, ist jetzt nur schwierig mit meinem Getränk, ist übrigens nur Limonade. Ja, ja, ist klar. Nur Limonade. Und das sagt ein Bayer. So, ja, ja. Ich guck mal gerade hier vorne, das kommt so mit den Gardinen und allem drum und dran? So schön? Da, die Gardinen, die sind alle mit dabei. Das ist klar, so wie du ihn jetzt hier siehst, das ist die komplett normale Ausstattung. Preis ungefähr? Wo liegt der? Fängt er an? Der fängt an bei ca. 61.000 Euro. Brutto, inklusive Steuern. Mhm. 16%, ist das ein Thema für euch? Ja, 16% ist natürlich jetzt auch ein Thema, wie bei vielen anderen auch. Also ich denke, das wirkt sich schon aus, wenn man auf solche Teile 16% Mehrwertsteuer nur hat. Statt 19. Da vorne ist die indirekte Beleuchtung. Ist es gut gemacht abends? Also abends hast du hier viele Möglichkeiten von der Beleuchtung. Die indirekte Beleuchtung macht es wirklich schön, angenehm hier drinnen zu sitzen. Und du hast auch angenehm viele Steckdosen, wie man hier sieht. Mein Office ist schon mal so eingerichtet. Du hast alleine hier an der Küchenzeile und hier vorne hast du drei Steckdosen. Du hast im hinteren Bereich die Steckdosen. Und da sind wir eigentlich im Vorteil gegenüber anderen Modellen in dieser Preisklasse, dass du hier wirklich an allen wichtigen Stellen deine Steckdosen und Schalter auch hast. Du selbst wohnst ja in dem Wagen dann die Woche über, nehme ich an, oder? Ja, ja. Das heißt, du gehst hin und benutzt es auch selber. Hier vorne sieht man auch Schlafsack mit dabei. Das ist ja, ja schön. Ja, nun. Ist ja vollkommen in Ordnung. Du hast auch kurz mal aufgeräumt. Ich habe dich ja eben überfallen. Ist das schön, hier zu schlafen? Also du schläfst hier wunderbar, die Betten sind toll und du kannst auch dieses Bett im hinteren Bereich zu einem ganzen Langsbett machen. Ich habe jetzt nur als Einzelperson mir in der Mitte das Teil rausgenommen. Mhm. Aber wenn zwei Erwachsene hier hinten schlafen könnten, dann kannst du das auch schließen und hast dann einfach die Möglichkeit, dass du hier wirklich eine breite Liegewiese hast und dann können sich Mann und Frau gut bewegen. Was auch schön ist, man hat die Möglichkeit wie im First-Class-Abteil, man kann hier zuziehen, wenn du das mal kurz machst, dann ist man wirklich getrennt dann erstmal, natürlich optisch, Schallschutz ist natürlich nicht so megamäßig, aber ist was ganz anderes, wenn es zu ist, da hat man seine Ruhe. Aber das ist so ähnlich wie im Flugzeug, da hast du ja auch, wenn du innerdeutsche Flüge hast, in der Business-Klasse oder so, hast du deine Vorhänge und das ist dann so ein Privatraum. Sehr schön. Vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Dann ganz wichtig für Frauen, hängende Schränke. Was heißt hängende Schränke? Also Schränke für hängende Sachen. Hast du einen drin? Ja, hier ist einer. Der ist nur für mich umfunktioniert. Du kannst hier ruhig reingucken. Ja, ich zeig mal kurz, da ist die Stange drin. Da ist die Stange drin. Du kannst aber so viele Fächer, wie du willst, hier integrieren lassen. Ich für meinen Teil habe nur eben als Mann mehr T-Shirts oder mehr andere Sachen dabei, wenn ich auspacke. Und dann kommen die so reingehangen. Ja, hier ist auch der ganz große Tedford mit drin. Das heißt, ich mache einmal auf, da ist alles komplett integriert mit allem drum und dran. Sehr, sehr praktisch, oder? Also der ist sehr praktisch, sehr, sehr, das Volumen ist riesig. Man sieht auch, er ist erstmal gut gefüllt mit Sachen, die sehr lange halten bei uns zum Essen. Ich zeig mal gerade, da unten ist Leberkäse, Pizza. Ja. Du kommst echt aus Bayern. Das ist ich komme echt aus Bayern, aber das ist eine Besonderheit, die wir unseren Gästen in Corona-Zeiten bieten. Das ist nämlich Leberkäse zum Selbstaufbacken im Glas. Das gibt's? Das gibt's. Es ist ein fränkischer Metzger und der hat nur für uns, für diese Tour, diesen Fleischkäse gemacht im Glas und den kannst du in 15 Minuten in der Mikrowelle, auch im Reisemobil oder im Backofen kannst du den aufbacken. Und ach so, da ist das Brät drin und genau. Das wird dann frisch gemacht. Und das wird, du musst nur den Deckel öffnen und stellst das in die Mikrowelle oder in den Backofen und dann hast du einen frischen gebackenen Leberkäse aus Bayern. Ja, da vorne ist ein großes Eisfach, wenn du das mal kurz aufmachst. Ist das gut? Ist da die Pizza gar nichts drin? Da ist gar nichts drin, weil wir leben so, dass wir meistens jetzt draußen grillen. Es ist ja doch recht angenehm. Und der Kühlschrank ist auch aus, sieht man gerade. Und der ist gar nicht in Betrieb. Der Kühlschrank ist aus, weil wir hier zu dritt unterwegs sind. Und da hat einer einen Kühlschrank. Und wir haben ein Versorgungsfahrzeug und die anderen Fahrzeuge nehmen nur das auf, was wirklich nötig ist. So, der Gasherd dreiflammig, da sind die Abstände auch so, dass ich zwei Töpfe immer benutzen kann, also auch einen großen. Ja, da kannst du, wie man sieht, einen großen Topf, einen kleinen Topf, du kannst auch sehr gut eine Bratpfanne hier draufstellen, das ist überhaupt kein Thema. Also du bist hier
flexibel in der Küche und ich glaube, es ist auch für Damen gut geeignet und die Spüle dazu. Also welch ein Klischee. Es ist auch für Damen gut geeignet. Aber ich muss sagen, immer mehr Männer kochen ja auch. Ja, das ist ja, ja nicht nur so. Ich denke, die Männer sind im Kochverhalten etwas anders als die Damen. Vielleicht nicht so geordnet, aber für Männer ist es dann sowieso einfach. Aber ich habe auch festgestellt, Damen, die dieses Fahrzeug schon gesehen haben, die haben also sich sehr lobend darüber geäußert, dass eben alles sehr gut angeordnet ist und dass eben dann auch in den Schüben hier für sie alles griffbereit da ist. So. Genau. Und ja, also die Damen haben andere Ansprüche an die Küche als wir hier. Wenn du mal so lieb bist, da das Rollo mal hochmachst, da ist nämlich eine Besonderheit, da gibt es so einen Vorbau, so einen Spritzschutz, der mit drin ist. Das ist schon gut gemacht, so ein bisschen wie im Flugzeug, oder? Ja, das ist so ähnlich wie im Flugzeug gemacht, dass so, hier nicht, dass nicht alles verdreckt und dass man das eben schön sauber machen kann. Da ist ein Fliegengitter dabei? Ja, Fliegengitter ist auch dabei, klar. Hm, das ist direkt dahinter, ja. Das ist direkt dahinter. So, das heißt, ich kann das öffnen, habe dann direkt einen Dunstabzug. Ja. Ja, aus dem Dunstabzug machst dein Fenster auf. Und damit das Gas nicht direkt ausgeht, ist natürlich, wenn ich es aufmache, ist es so, dass es geschützt ist, wenn ich es hier offen habe, gell? Das ist geschützt, wenn du es hier offen hast, ist alles, also sicher, alles den Sicherheitsstandards entsprechend. Super. Wenn du mal kurz aufmachst, so eine Schublade, bin ich mal gespannt, was drin ist, als Bayer, als Mann, Besteck. Ja, es ist Besteck drinnen und so. Welch eine Überraschung. Welch eine Überraschung, aber auch das brauchen auch wir. Ich sag mal gerade, du bist zwar Bayer, aber du hast eine österreichische Spezialität dabei, die heißt Manna. Und wenn du mir die mal zeigst. Die haben wir natürlich auch dabei. Hier, das ist so der gute Nachtgruß für uns Männer, wenn wir unterwegs sind. Ja, und natürlich die 5-Kilo-Packung. Ja, klar. Was man so braucht, wenn man lange unterwegs ist. Sehr schön. Es passt aber alles rein. Es passt alles. Ja, siehst du ja, es passt super rein. Genau, ganz und hier unten, das kann ich dir auch zeigen, da gibt es nämlich sogar, wie man sieht, Kochtopf, Pfanne, noch ein Kochtopf. Also wir sind nicht so schlecht ausgerüstet als reine Männertruppe, wo wir hier unterwegs sind. Ne? So, und wenn du mir mal kurz mal zeigst, da vorne ist noch ein Ausziehen. Ist das zum Ausziehen vorne? Also das hier ist nicht zum Ausziehen, das ist zum Ausklappen. Das ist so ein, wo der Müll und wo Spülgeräte oder so drinnen sein können. Auch wichtig, gell? Ist es direkt unter der Spüle? Ist direkt unter der Spüle und da kannst du deinen Müll hier trennen und kannst auch die Sachen zum Saubermachen, wie Spülmittel, alles, das ist hier drinnen. Das Schöne ist ja, wir sprechen ja hier bei einem Auto, ein Vollintegrierter für knapp über 60, das ist schon eine Kampfansage, oder? So ein bisschen vom Preis her. Ich denke ja, es ist, man muss hier immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen und die Firma Knaus steht nun mal für handwerklich gute Arbeit und für gute Ausführung der handwerklichen Arbeiten und da ist es schon eine Kampfansage mit so einem Preis. Sehr schön. Es gibt eine Toilette, ich zeige das mal gerade, ich muss noch einmal kurz rumkommen, machen wir die mal auf. Da ist die Toilette drin mit Waschraum. Das Ganze ist integriert. Sie öffnet sehr, sehr weit. Ja. Und ich kann unten ich kann es drehen. Das hat einen Vorteil, gell? Du kannst die Toilette drehen. Das hat einen Vorteil in alle Positionen. Und der Vorteil ist natürlich, dass du hier deine abgeschlossene Dusche hast und die Dusche wirklich eine angenehme Größe hat. Ist die bei dir im Betrieb, die Dusche? Die Dusche ist bei mir täglich im Betrieb. Ist das gut? Ich finde es gut. Weil ich halte mich auch ein bisschen an diese Corona-Regeln. Genau, wenn du mal so lieb bist, mal reingehst, nur von der Größe, dass man mal sieht, wie groß die ist. Denn du bist wie groß? Voluminös, ich bin zwar nicht groß, aber voluminös. Und wie man sieht, wenn ich hier das zumache, muss ich hier mal schnell. Ja, das hat er nämlich jeden Morgen, übt er das? Das übe ich jeden Morgen. Aber dann habe ich hier wunderbar Platz und kann mich hier wunderbar duschen. Und ich finde das auch toll und ich mache das täglich. Im eigenen Reisemobil und nicht in den Sanitäreinrichtungen der Plätze. Genau, das ist nämlich ein Argument für das sichere Verreisen in Corona-Zeiten ist, dass man im Fahrzeug alles erledigen kann, wenn man das will. So wenn ist man es. Will, ja. Genau, hier vorne sieht man auch die Waschmöglichkeit. Ist es gut zum Zähneputzen und so? Das ist alles gut. Du kannst ja auch den Hahn hier bewegen. Ne? Da vorne ist Milchglas, natürlich auch praktisch, gell? Dass dir keiner zugucken kann. Also, du musst auch nichts verriegeln, hast das volle Licht. Du musst nichts verriegeln. So eine Milchglasscheibe ist einfach ideal für den Toiletten- und Sanitärbereich. Okay. Und das Ganze ist wirklich so eingerichtet, dass du... Du hast sogar Licht in der Dusche, habe ich gesehen. Ja, du hast eine LED drin. Ja, ich habe auch LED in der Dusche. Und ich habe es noch nicht genutzt, aber ich habe es mal abends so für mich ausprobiert und habe eigentlich Lust drauf, das auch mal nur mit dieser LED-Lampe auszuprobieren. Das ist schon fast wie Genussduschen. Du Schelm. So, da unten drunter ist noch ein Fach. Was ist da drin? Also hier drinnen haben wir noch... Jetzt ist ein bisschen eng. Warte, ich lasse dich mal vor.
Ja, also hier hast du noch Becher mit sehr großem Stauraum. Lass dich da mal reingucken. Ich gehe mal hier hoch. Da ist auch... Ah, okay, ich sehe schon. Sehr groß. Also das ist schon sehr interessant. Stauraum ist natürlich ein großes Thema. Da habe ich und den hast du auf beiden Seiten, also links und rechts, den gleichen Stauraum. Und da hat schon sehr viel Platz drinnen, wie Taschen oder eben Dinge, die du nicht jeden Tag brauchst. Das ist schon einfach eine Riesengeschichte, dass du hier links und rechts so riesen Stauraum noch hast, wo du was unterbringst. Ja, Sternenhimmel ist auch integriert. Hier oben kann ich rausgucken. Das geht sehr, sehr leicht, das Öffnen. Das hier schiebst du einfach nur vor. Man muss sich nur richtig platzieren und dann geht es auch. Moment. So, jetzt haben wir den Vorführeffekt. Ne? Ja, ist nicht schlimm. So, offen. So, das geht also recht fix. Da hinten, wenn man da so liegt, zurzeit, ich nehme an, dass du hier keinen automatischen Niveauausgleich drin hast, oder? Nee. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich mit Rampen und sowas arbeiten, also wenn es sehr schräg ist? Ich bin unterwegs mit Fahrkeilen, aber man kann sich ja jederzeit unter dieses Fahrzeug auch Hubstützen bauen lassen. Ihr bleibt hier heute Abend? Wir bleiben heute Abend hier. Ist das so okay jetzt für dich zum Schlafen, so die Situation? Für mich ist das völlig in Ordnung. Also wir fühlen ich zeig dich mal gerade komplett, dass man das mal sieht. Er sagt nämlich, ich bin so voluminös, aber das sind ja nun mal viele. Und ist das okay, wenn man so ein klein wenig voluminöser ist, die Größe vom Fahrzeug? Also für mich ist dieses Fahrzeug ideal und das nicht nur für mich alleine. Ich könnte hier locker mit meiner Frau oder auch mit einem Kind leben. Das ist geräumig, es bietet genügend Stauraum und selbst bei Schlechtwetter würden wir uns hier nicht auf den Keks gehen. Das ist nämlich wichtig, man kann sich aus dem Weg gehen, man hat hier vorne die Möglichkeit auch was zu machen. Ja, ich bin ganz begeistert. Der Vollintegrierte für knapp über 60.000 Euro. Und ich überlege, was haben wir noch vergessen? Ja, das Thema ist natürlich Autarkie. Das heißt, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, Solar nachzurüsten. Oder kann ich das ab Werk schon mitbestellen, wenn ich das möchte? Kannst du schon mitbestellen. Wenn du möchtest, kannst du dir also schon Solarpanels mitbestellen. Dann bist du autark. Das kannst du auch nachrüsten lassen. Ja. Wir stellen halt immer fest, dass die Leute immer individuell gerne nachrüsten. Dass sie also ein Einstiegspreis ist günstiger. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kaufe erstmal das Auto für 60, habe einen nagelneuen. Das heißt, also die sind ja sehr, sehr wertstabil, oder? Die Wohnmobile. Also die Wohnmobile sind sehr wertstabil und wenn du hier mit so einem Modell in dieser Preiskategorie einsteigst, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, dass du natürlich auch hier aufrüstest oder noch mehr machst und der Wiederverkauf der Wert dieser Fahrzeuge ist auch nach Jahren noch sehr hoch. Also, da ist es. Jetzt habe ich ihn auch mal kennengelernt. Der Chef von Mein Platz mit Herz. Aber vielleicht noch ein, zwei Worte zu Mein Platz. Was ist das genau? Wenn du mal kurz mir mal eine Broschüre mal holst, dass ich die mal sehe. Da gibt es nämlich so einen Stellplatzführer, den habe ich heute das erste Mal gesehen. Und der sieht so aus. Du machst das schon länger? Ja, ich mache das länger. Ich habe mal vor 8 Jahren die Idee gehabt. Ich war jahrelang Marketingchef bei einem großen Reisemobilhersteller. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit der Idee, den Leuten eine selektive Auswahl an Stellplätzen und Campingplätzen zu geben, die alle eine sehr hohe Qualitätsstufe bieten, so wie hier, wo wir uns gerade befinden, in Neukirchen-Knüll im Urbachtal. Und die Leute können eben hier wertvolle Informationen über den Platz bekommen. Der ist umsonst, der Führer? Oder der Führer ist umsonst, der liegt kostenlos auf unseren Plätzen aus und ist auch kostenlos auf Messen zu erhalten. Ansonsten senden wir das auch gerne zu. Und wir haben noch eine Besonderheit, die uns eben unterscheidet, vielleicht gerade auch in Corona-Zeiten wichtig. Mein Platz bietet jetzt auf der Internetseite und mit der eigenen App die Möglichkeit, mit interaktiven Karten Routen nachzufahren, Routen zu kreieren und wir geben den Leuten Routenvorschläge und Themenvorschläge, wo sie alles in Ruhe im Reisemobil nachgucken können, wenn sie wo rumfahren möchten, ist gerade in diesem Jahr sehr nachgefragt und sehr beliebt, weil die Leute einfach im eigenen Land plötzlich anfangen, die Regionen zu erkunden. Ja, das geht mir genauso. Der kommt einmal im Jahr raus, oder wie? Der kommt einmal im Jahr raus, wird in der Regel zum Caravansalon in Düsseldorf nochmal abgedatet. Da gibt es eine kleine Sonderausgabe. Okay, das heißt, auch du bist jetzt im Herbst dort? Ich bin da. Genau, ich bin nämlich auch da. Da sehen wir uns vielleicht nochmal. Ja. Dein Name nochmal kurz? Mein Name ist Roman Bauer. Roman Bauer, die große Knaus, 60 Jahre Jubiläumstour. Wir sind heute in Hessen, in Nordhessen, glaube ich, sind wir. Ja. Genau, und das Ganze Knüllgebirge. Im Knüllgebirge. Und der Platz heißt wie hier? Das ist der Reisemobilpark Urbachtal in Neukirchen. In Neukirchen, ja, da ist es. Der Live-I, korrekt? Korrekt. In der Länge?
Ja, die Länge ist 7,50 Meter, so wie er hier steht. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Es sind verschiedene Längen, Ausführungen und so weiter. Genau. Super, Dankeschön. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.